Ja, Henrik! Ui, stopp, Leute! So ist der Jagd singt. Der ist stinkt, der treibt dir vorwärts. Serb, serb. Oh. Pa mama, music beat do I know? So geht's hier zu, ne? Der Instinkt macht das alles. Und gleich geht's los mit Karaoke. Servus, ich grüße dich, der Helmut und die Nio. Mein Freund ist hier, wir gehen jetzt an gemeinsam meine ehemalige Farm besuchen. Und zwar, wir sind jetzt an hier gerade ein paar Meter vor dem Tor zur Farm Huana, so hieß meine Farm damals, wo ich die Schweine gezüchtet habe, gelebt habe, mit meiner Frau damals eine schöne Zeit. Und ich freue mich drauf, ich habe das noch nicht gesehen, jetzt dann zum ersten Mal. Gestern war ja noch so, dass wir gesagt haben, ich will eigentlich einen Tempel besuchen und so weiter, aber gestern sind wir so abgestürzt, so extrem. New Type Home, okay, gab Toi Lang, gab so. Okay, mei? Okay. Gott, Toi Lang, Toi, 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 Toi. Ich lerne halt meine Kamerafrau sozusagen an. Yes, gut. Also ich lerne meine Kamerafrau an. Es ist spitze. Wir haben Spaß. Wir hatten auch gestern Spaß. Wir hatten echt so einen Ultraspaß. Das war der Wahnsinn. Ich dachte, wir fahren heute irgendwo einen Tempel besuchen. Es ging sie nicht aus. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Wir waren eingeladen und es war ultra, ultra lustig. Ich werde ein paar Bilder vielleicht dazu einblenden, wie es gestern abgelaufen ist. Und jetzt stehen wir hier am Tor der Farm Huana. Da waren hier die Sau links und da die Sau. Und da oben war eigentlich geplant, dass dann so wie bei der Ponderosa Ranch so ein Ding darüber wäre, wo dann draufstehen würde Farm Huana. Leider ist sich das nicht ausgegangen. Okay, Kap. So. Jawohl, es dreht sich um, der Wahnsinn. Wie das so alles funktioniert, das gibt's ja gar nicht, ne? So, also hier sind wir. Es ist alles verwachsen. Wenn du hier siehst, die Bäumlein, ich weiß nicht, ob die gepflanzt sind oder ob die, das sind eigentlich diese Bäume, die von den Wurzeln heraus wachsen. Die haben, weiß ja nicht, keine Früchte, aber da wachsen die aus den Wurzeln heraus. Ich habe den damals ein bisschen angepflanzt, weil diese Bäume da extrem schnell wachsen. Deswegen sieht man da, jetzt kommt ein Macro hier entgegen, cool. Ich filme es zuerst mal so ein bisschen hoch, also die Mauer sieht man jetzt quasi nicht mehr, die ist ja richtig verwachsen. Hier sieht man die Mauer, hier geht es hoch bis da oben, da gehen wir nachher einmal, oder vielleicht schauen wir uns das gleich zuerst einmal an. Damals, wo ich hier war, da hat es so eine Straße ja noch gar nicht gegeben. Da war hier, das hat mich damals ein bisschen traurig gemacht, da war hier nur Steine. Und die Steine, die waren nicht cool. Du siehst, hier Dach ist jetzt hier nicht mehr drauf. Aha, hier fängt es an mit dem Dach. Das ist mein ehemaliges Haus sozusagen. Ich habe ja da drinnen gewohnt. Ich zeige dir das nachher. Und hier sind wir am Ende. Hier war es dann aus. Das Grundstück, also wo hier dann der Zaun weitergeht, das ist eigentlich ein anderes Grundstück dann. Und so. So sah das hier aus. Also das hier ist sozusagen das Ende meiner Farm. Beinahe. Die liebt es voll, die Natur. Das ist irgendwie so arg. Man denkt sich ja oft, so jüngere Mädels, die hätten jetzt dann irgendwie viel mehr Lust, einfach nur auf Diskothek und so weiter.
und die New freut sich voll. Überall ein Foto machen von der Natur. Eigentlich wirklich sehr, sehr außergewöhnlich irgendwie. So. Ja, hier sieht man, da oben sieht man das Dach. Da ist ein bisschen abgesetzt. Da ist, ja, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, eben mein Haus zu Ende. Und hier, es ist halt voll verwachsen. Eigentlich wäre es eh cool, wenn es so verwachsen ist. Wenn man hier leben würde, ist eh cool. Dann sieht das gar nicht so aus, als ob hier irgendwie was wäre eigentlich. Ich bin richtig aufgeregt. Schön, dass du mit dabei bist. Und ich nehme an, also ich hoffe, ich vergesse das nicht, dass ich da ein paar Bilder von gestern, wie wir Spaß hatten, auf der Party da reinmache. Du siehst, wie das hier verwachsen ist. Es ist krass. Also hier, das ist ja die Schweineställe. Oje, oje. Das ist ja echt krass. Das sieht ja schon fast aus museumsreif, habe ich so das Gefühl. Guck dir das einmal an. Kann ich da reinzoomen? Geht das? Ja, ich kann so ein bisschen reinzoomen. Dann sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Ich hoffe es zumindest. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Sicher bin ich mir nicht. Und jetzt zoome ich wieder raus. Damit man es besser sieht. Das hier ist mein Wassertank gewesen für die Schweine. Alter, hier ist der. Die haben hier ist nichts gemacht worden die letzten Jahre. Junge, Junge. Hier ist der Wasserturm von den. Das war die Tränke zu den Schweinen. Da ist ja echt so hoch alles. Und jetzt dann hier, ich versuche das mal am Boden runter. Hier, wenn du das hier vor dir siehst, hier, das war eigentlich der Abfluss. Der Abfluss vom Schweinestall sozusagen, der ging hier rein und hier ist ja das Eu. Man sieht hier direkt normalerweise am Rande, wenn irgendwie was gemacht wird, es ist am niedrigsten. Und hier sieht man, eigentlich, das ist so hoch, das war so krass damals. Das war echt das Allerärgste. Ich habe ja hier Kapot, wie heißt das, Mais angebaut und da alle gesagt, ja, damit Schweinescheiße, du brauchst Kunstdünger. Wo die Schweinescheiße war, da waren die 3 Meter groß, die Maisstängel und dann haben die gesagt, nee, aber dafür hast kein Korn drauf. Und solche fetten Proppen von Körnern, das war ultra krass. Also natürlicher Dünger, da bin ich immer noch der Meinung, ist eigentlich das Beste. Oh mein Gott, hier. Da sieht man hier, was hier so vor mir ist. Da sind Stacheln auch drauf. Ich habe ja richtig gutes Schuhwerk auch für das. So. Das Gras hier, das war auch super. Das habe ich noch gepflanzt hier. Das hieß eigentlich so lila Gras, haben die dazu gesagt. Ich weiß nicht warum. Das war super für die Kühe. Also der Kuhstall ist weg, sehe ich gerade. Ich hatte den Kuhstall hier eigentlich. Hier sieht man das, wo der Tank, das ist so ein 1800 Liter Tank. Aber man kann hier noch reingehen. Oh ja, ja. Hier ist ja alles. Ich blicke da gar nicht so richtig durch mehr. Jetzt sind hier. Junge, Junge, Junge. Ich bin hier voll im Urwald. Ich habe nicht wirklich Ahnung. Ah, ja, ja. Mit der Kamera. Das ist ja gar keine Actioncam, die ich jetzt hier habe. Sondern die Sony. Da vorne ist ja eigentlich jetzt dann auch von dem Schweinestall müsste also eine Mauer sein. Aber ich sehe da gar nicht bis dahin. Trotzdem ist hier so ein bisschen der Pfad reingetrampelt. Junge, Junge. Ja, man sieht nicht viel. Man sieht nicht viel. Hier sieht man die Mauer noch, aber die steht auf alle Fälle. Junge, da ist nichts gebrochen. Guck dir das einmal an, oder? Die ist ja nicht gebrochen, die habe ich richtig fett stabil gebaut damals. Aber in der Mitte kommt hier ein Baum raus. Da müsste ja eigentlich unten am Boden ja. Aha. Keine Ahnung. Können wir nicht reingehen. Siehst du, das passiert halt, wenn du live mit dabei bist, bei Live-Berichten, da kann man halt vieles nicht vorplanen. Ihr müsst ja eigentlich, hier war ja mal früher. Alter Schwede, ja. Hier war früher und hier ist auch noch. Ich sehe hier gerade, da ist ein bisschen. Da war wahrscheinlich mein. Boah, Alter, da können wir gar nicht hingehen. Da hinten kommt man gar nicht hin. Also meine Farm
ist sozusagen, guck dir das hier an, hier ist Dickicht, Dickicht und nochmals Dickicht. Wenn ich das hier hochfilme, also es geht auch hoch hier, alles ist Dickicht, Dickicht. Da kannst du ja nirgendwo hin. Ich meine, guck dir, also wir filmen geradeaus, da komme ich nicht durch. Also das ist wirklich, jetzt war ich gerade auf den Knopf gekommen, auf den Aufnahmeknopf. Ja, das ist zu viel Urwald, da kommen wir nicht durch. Hau, wie wäre. Das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Wo gehen wir hier raus? Kommen wir da durch? Durch das Gedachs, ich weiß es nicht. Also hier lassen die ja nicht einmal am Büffel weiden, weil sonst wäre das Gras ein bisschen zusammengefressen scheinbar. Aber die Tür lebt noch, ha? Guck dir das an. Die Tür ist sogar offen. Da, aber da steht noch hier der Bunker, Alter. Das ist ja wie ein Luftschutzbunker aus dem Krieg. Und ich habe hier überall die Samen vom Rasen drauf. Ha, wie der. Ja, das ist ja echt krass verwachsen hier. Guck dir das einmal an. Da hier ist der große Teich. Da vorne ist ein Baum. Da sind die Leute hierher gekommen und haben für Sumtamasan so eine Frucht, eine saure, die man auch in die Suppe reinmacht, geholt. Weil ich ja alles so selber, also der Baum stand vorher schon hier, den hatte ich nicht angepflanzt. Ich weiß jetzt gar nicht mal, wie die Frucht da heißt. Aber guck dir das mal an, das ist, also damit man sieht, das ist jetzt hier über zwei Meter hoch, 2,50 oder so, schätze ich mal. Und ich glaube, das nennt man wirklich Dickicht. Das ist echt dick. Ich meine, wir können hier nicht durchgehen, oder? Wie sollen wir hier durchgehen? Das funktioniert, glaube ich, nicht. Es ist echt ein bisschen eine Herausforderung manchmal. Aber wir kommen durch. Ich hoffe nur, dass mir da nicht irgendwo eine Kobra jetzt anbeißt. Weil ich weiß nicht. Alter, da ist alles voll verwachsen. Mega krass. Weil ich weiß nicht, ob es hier ein Gegengift gleich gibt für eine Kobra. Junge, Junge, Junge. So. Aha. Da war meine Wasserpumpe, aha. Ja, die hat sich wahrscheinlich irgendwer geholt, nehme ich mal an, die Wasserpumpe. Die wird schon verwertet worden sein, Loch gebohrt, das Haus zusammengedeppert, man sieht noch so ein bisschen, Alter, da war ja noch mal Grill, wo ist denn der? Da sieht man hier noch die Fragmente, die Ruinen sozusagen. Da hier irgendwie müsste mal Grill gestanden sein, vielleicht steht der auch noch hier. Ich gehe mal ein Stück weiter hier. Da sind wir jetzt wahrscheinlich schon am Nachbargrundstück, nehme ich an. Ja, logisch, weil hier ist mein Grill. Der Grill, der gewesene Grill, sagen wir es mal so. Man muss immer auch aufpassen hier. Sehr oft hast du ja hier irgendwo irgendwelche. Ja. Okay, wir gehen hier durch. Ja, hier sieht man meinen Grill. Das war mein Grill. Oh je. Von denen ist nicht mehr viel übrig, ne? Wo wir die Schweine gegrillt haben, wie krass. Da ist alles verwildert. Naja, irgendwie ein bisschen schade fast. Meine Toilette. Also ich sehe die Sache. Jetzt sind wir wieder hier hinten auf der anderen Seite. Das hier war meine Toilette, die man hier sieht. Beziehungsweise da hier war die Waschding. Und das ist die Toilette daneben. Und okay, hier ist die ein bisschen auseinandergebrochen. Aber das sieht man, das Eis noch drin. Alter Schwede.
Und das war eigentlich mein Haus. Hier habe ich gewohnt. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Aha. Da ist ja auch noch meine Gardena-Gartenspritze sozusagen. Noch ein paar Blumentöpfe habe ich hier alles angepflanzt. Da sieht man hier dieses Grüne, die grüne Matte. Das war eigentlich, das lebt eigentlich noch sozusagen. Die war eigentlich dazu da, dass es, wie sagt man dazu, dass es vor der Sonne schützt hier. Das hatte ich so da drüber, damit es vor der Sonne geschützt war. Oder damit, ja, damit es vor der Sonne geschützt war. Schade, dass ich da nicht hinkomme. Ich wäre da direkt gerne mal reingegangen. Aber das ist jetzt echt, ich sehe da nichts. Vielleicht jump ich da echt einmal drüber. Aber da muss ich mir irgendwie anders anziehen. Da brauche ich hier eine Farmerkleidung, wenn ich da rein will. Junge, da brauche ich irgendeine eine Farmerkleidung. So, jetzt hoffe ich, wir kommen da wieder raus irgendwie. Damals, ich glaube, der Typ hier hat damals gerade, glaube ich, angefangen, das irgendwie auszuheben. Da war damals noch kein Wasser drin, glaube ich zumindest. Soweit ich das in Erinnerung habe. Zack. Junge, das ist ja hier Indiana Jones Abenteuer fast. Muss aufpassen, dass da nicht irgendwo was ins Auge sticht von diesen Bambusdingern. So. Beim Bambus kann man sich drauf verlassen, wo der Bambus wächst. Da sieht man am Boden, da wächst sonst nichts. Ne? Das ist irgendwie so cool. Zwischen Bambus da habe ich so das Gefühl, da wächst normalerweise sonst nichts. Ah, und da drüben, Alter, hast du einen Fisch gesehen, der da gejumpt ist. Wow. Und da hinten, da hier wollte ich ja eigentlich mein Haus bauen. Alter, der steht noch immer da. Ich glaub's nicht. Alter Schwede, ich glaub's nicht. Meine Duschsäule, die steht immer noch hier. Das gibt's ja gar nicht. Ja, hier habe ich da die mit der Mama noch die Bananenstauden angepflanzt. Oh, aber die wird nicht gegossen. Da sieht man hier die drehgerade Bananen, die Blüte, falls man die sieht, aber die sieht man nicht sehr gut aus. Ja, wenn, dann werde ich eher da. Ja, siehst du, der Beton, der lebt sogar noch ein bisschen. Also, Beton lebt ja eigentlich nie, aber du weißt schon, was ich meine. Also, es gibt noch den Beton. Hier wäre eigentlich mein Schlafzimmer gewesen. Da sind noch die Steine, mit denen ja ich da hier hinten bauen wollte. Und hier hinten sieht man da, ah ja, da ist, weiß nicht, ob man es in der Kamera so sieht, mein Duschding. Aber die Mauer steht da noch. Ich muss da hin. Ist man direkt so aufgeregt irgendwie. Auch witzig, oder? Aber ist ja wirklich so, dass ich mir echt denke, aufpassen vor Schlangen hier. Und auch immer aufpassen vor, nicht nur vor den Schlangen, sondern dass da irgendwo Stacheln sind. Das ist generell in Thailand oder hier im Isan immer wieder, könnte das gefährlich sein. Das meine ich hier. Alter, guck dir den an. Das hier, das ist meine geplante Duschsäule gewesen. Guck dir die an. Ich finde die so geil. Also logischerweise, weil ich halt Holz so geil finde. Hier wäre eigentlich so unterhalb, da war geplant, dass hier die Badewanne gewesen wäre. Und dann hier eben von innen. Ich hoffe, man sieht das so schön innen, wie geil das hier von innen aussieht. Die Löcher so durch, weißt du? Alter, den gibt's noch immer. Könnte man direkt ausbuddeln. Und hier, das habe ich ja alle selber gemacht. Also ich wollte ja das unbedingt so, dass das eine schöne
Natursteinmauer ist er. Die steht noch. Guck dir das an. Hey. Da sind die ja. Ich hatte die Kamera wieder ausgeschalten. Versehentlich auf den Ding. Aber guck dir das mal an. Der ist massiv. Das hält, Junge. Was der Helmut gebaut hat, das hält für immer. Da habe ich da, so sieht man hier auch die Gläser. Ein paar Gläser reingemacht. Alter, das ist ja echt krass, dass das wirklich noch. Das ist gut gemacht, ne? Da lasse ich mal aber nichts anderes einreden, als dass ich das echt megamäßig. Hier in der Ecke nichts gebrochen. Guck dir das einmal an. Da ist noch immer. Aber ich schwitze jetzt. Da ist noch immer alles in Ordnung. Wow. Aber trotzdem durch den Boden kommen hier manchmal. Aha, super. Das Mikrofon verloren. Boah, wie geil. So, da siehst du mich jetzt an, völlig unbeholfen, sozusagen hier, das Mikro, irgendwo, ja. Glück haben hält das hier. Aber ich nehme ja eh eigentlich mit der Kamera auf, habe das Mikro nur so als Absicherung mit dabei. Ja, und hier wäre es dann zu Ende gewesen, aber das kann man, ja, man sieht hier nichts mehr. Hier wäre eigentlich auch Beton, aber da... ist vor uns sozusagen, aha, Assau steht noch, von dem, wie ich damals eigentlich die Bude machen wollte. Aha, hier sind die. Ja, ja. Oh, Junge, Junge. Oh. Und natürlich ein paar Nadeln unten in die Füße drinnen, ist ja logisch. Oh. Das, was du hier siehst, das wäre eigentlich hier so vom Haus. Dahinter ist der A. Der rechte ist wahrscheinlich umgefallen dann irgendwo. Hier müsste auch noch einer sein. Den gibt es nicht mehr. Der ist wahrscheinlich weggefault oder habe ich das falsch in Erinnerung? Das könnte auch sein. Ich weiß es nicht mehr. Aber das wäre halt so der... Schade um die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe, ne? Und da hinten, das müsste eigentlich mein Mangobaum sein. Eins, zwei, ja logisch, hier müsste der dritte sein. Aber ich sehe das Loch nicht hier am Boden. Hier müsste man ja irgendwo, oder aha, oder vielleicht, ja wahrscheinlich da unter dem Ding wird das Loch sein. Das wäre dann auch so in einer Linie jetzt an zu den anderen Sau. So, jetzt hoffe ich kann hier rausgehen. Aber der Beton, der hält noch immer. Das war ja eigentlich das Schwierigste, weil ich hatte ja keine Ahnung, wie man mit Beton mehr oder weniger arbeitet. Mit dem Eisen rein und so weiter, das wusste ich ja alles nicht. Und die Leute sagen da ja, also hier, ja, ist ja eh alles kein Problem. Dabei ist so Eisen das wichtigste Werkzeug mehr oder weniger vom Beton. Ich finde alleine trotzdem den Steher noch immer geil, wie der hier steht, der in der Mitte. Das finde ich noch immer... Ich finde, der ist noch immer cool da. Da wäre dann das Dach drauf gewesen. Es wäre schön heimelig gewesen. Hier, das ist ein Samledu. Also normalerweise sollte der immer Früchte tragen. Aber ich sehe da nichts. Keine Früchte drauf auf dem Mangobaum hier. Ne, Samledu heißt Jahreszeit. Samledu, weil die ja drei Jahreszeiten nur hier haben. Regenzeit, heiße Zeit und kalte Zeit. Und der sollte in allen diesen drei Zeiten Früchte tragen. Ich sehe aber keine. Ich sehe wirklich keine. Nix. Also, okay. Hier, da ist der Mai Pradu. Das ist ein ganz teures Holz, wenn der ausgewachsen ist. Den habe ich, glaube ich, damals sogar gepflanzt. Dann haben wir hier noch eine Wurzel. So. Okay, cool. Was? Es nimmt noch immer auf. Ich hätte gedacht, ich hätte wieder... Aha. Okay. Ich drücke gern mal so irgendwie einen Knopf da auf den Gimbal. Das ist ein bisschen schwierig. So. Und jetzt
gehen wir hier raus. Da müsste irgendwo noch eine Pumpe sein und so weiter. Junge, Junge, Junge. Ja, da könnte man echt geil wohnen. Und man sieht ja immer das. Aber das war auch damals schon. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Neid. Man ist ja immer neidig, wenn jemand glücklich ist. Ne? Jetzt interessiert es Kasau. Wo der Fallang hier gewohnt hat, da war auf einmal jeder neidig. Ne? Da hat auf einmal jeder gedacht, aha, wie super hier, wie toll. Dann lässt es bleiben. Und dann hat ja, da hat mit Thailand nichts zu tun, ist überall das Gleiche. Man hat ja keine eigenen Ideen, dann ist immer scheiße. Ich bin echt so ein richtiger, ich bin echt ein monstermäßiger Trendsetter. Das sollte ich eigentlich irgendwie mal für mich nutzen, dass ich so ein Trendsetter bin. Nio, hören, Junai? Hören! Pompom, you say? So, hier noch einmal zum Abschied. Ich finde das ja geil, wie die. Und echt, ich habe die Sachen da wirklich Beton gemixt hier und das selber hier gebaut. Das machst du ja für Geld nicht. Weißt du, was ich meine? Das habe ich ja eigentlich gemacht, weil ich dachte, da werde ich meinen Lebensabend hier verbringen. Aber leider, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ne? Also ja, hier sieht man jetzt, ich mache das mal so ein bisschen weg. Oh ja. Da sieht man hier so die Schweineställe. So, das waren die. Der Stall hier, der war ja halt so geplant, dass hier eigentlich so 5 kleinere Schweinel drinnen sind. Dann drüben, der ist größer, der ist kein Mittelding, aber der ist ja trotzdem das. Da haben die irgendeinen Schutt abgeladen oder was? Ich habe keine Ahnung. Die Türen. So. Jetzt dann könnte ich da meinen Kumpel noch erzählen, was ich so toller Heft war, dass ich das alles selber gemacht habe. Ne? Muss ich erzählen, ne? Ani pomt ham eng mot Tukyang. Gang, no? Ja. Yeah. Give me high five, no? Because I so gang, no? Ja, sehr gut. Also, jetzt sind wir auf dem Weg zurück. Ich hoffe, ich vergesse nicht, dass ich das hinten reinschneide, was ich gesagt habe. So wie wir gestern die Party gehabt haben. Es war echt lustig. ปลาโดนเลย Was ist jetzt eine Plastikflasche, weil ja Thank you.
Bewertung. Freut mich wahnsinnig, dass du mit dabei warst bei dem Video. Siehst du, wie toll mein Bruder gierig bekümmert um mich, dass mir nichts passiert. Und ich freue mich, wir freuen uns. Yes, also ich habe gesagt, die freut sich auch, dass du mit dabei warst. Und deswegen sagen wir bye bye und servus. Bye bye. Hab home.